Also, Gabriel García Márquez, 100 Jahre Einsamkeit. Ich will gleich hier die Wahrheit sagen. Ich will riskieren, die Wahrheit zu sagen. Ich habe dieses Buch im literarischen Quartett gewollt, aus ganz persönlichen, privaten und egoistischen Gründen. Ganz meine eigene persönliche Sache. Nur für mich persönlich habe ich das getan. Warum? Werde ich nachher erklären, wenn wir über das Buch sprechen. Das Buch ist vor 30 Jahren erschienen, hat den Autor sofort weltberühmt gemacht. Er bekam blitzschnell den Nobelpreis für dieses Buch. Es ist in deutscher Sprache 2 oder 3 Jahre später, ich glaube also vor 27 Jahren erschienen. Das Buch war ein Riesenerfolg in allen zivilisierten Ländern. Es ist übersetzt worden, in Deutschland in riesigen Auflagen erschienen. Und eine Kollegin, nicht anwesend hier, hat mich gefragt neulich, wozu macht ihr denn das Buch? Das ist doch eh schon so erfolgreich. Das haben schon viele gelesen. Müsst ihr das wieder machen? Wir machen das Buch nicht obwohl, sondern weil es erfolgreich war. Weil viele unserer Zuschauer klagen, ich kann das gut verstehen, ihr redet immer über Bücher, die wir nicht kennen. Naja, wir reden über neue Bücher, die vor 2 oder 4 Wochen erschienen sind und viele Leser kennen sie nicht, diese Bücher. Und es schadet, glaube ich, nicht, im Gegenteil, es wird von vielen Lesern und Zuschauern begrüßt, wenn wir ein Buch besprechen hier, das sie gelesen haben, vor 20 oder vor 10 Jahren. Und für diejenigen, die es nicht gelesen haben, umso mehr ist es richtig, dass wir darüber sprechen. Aber was ich von dem Buch halte, will ich erst später sagen, nur ganz kurz, das Buch ist eine Familiensaga, die in einem Dorf spielt. Alles, nicht alles, aber sehr viele spielt in diesem Dorf. Und was ist dieses Dorf, um es ganz kurz zu sagen? Das ist ein altes Mittel der Weltliteratur. Man zeigt eine in sich geschlossene Welt, in der sich die Menschheit spiegelt gleichsam. Man zeigt einen Roman, ein Drama, man zeigt eine Insel und auf der Insel sind vornehme, hochgebildete Leute und primitivere und ganz primitive Menschen, alles durcheinander. Und das Werk heißt Der Sturm von Shakespeare. Oder man zeigt die Menschen in einem Schloss. Oder vielleicht bei Boccaccio sind sie alle eingeschlossen, können nicht da auch nicht raus. Oder spielt sich alles ab in einem Sanatorium, vielleicht in Davos. Alle diese Bücher versuchen zu konzentrieren und am Beispiel eben eines Schlosses, einer Insel, eines Dorfes. Übrigens ist Grönland eine Insel. Ja, eine etwas große Insel. Die Insel, apropos Sturm, ist eine etwas kleine Insel. Aber gut, lassen wir. Das ist das eigentliche, das Hauptmotiv der Darstellung menschlicher Schicksale auf der Insel. Nun ist die Frage, natürlich nach 25, 30 Jahren. Ganz simpel. Was taugt der Roman? Wurde er vielleicht stark überschätzt? Ein Riesenerfolg damals? Ist er heute noch lesbar oder wie? Wer möchte was dazu? Also ich muss sagen, ich bin dankbar gewesen, dass ich ihn nochmal lesen musste. Ich habe ihn mit einem ungeheuren Vergnügen gelesen, habe ihn auch sofort wieder allen weiterempfohlen. Wobei sich herausstellt, alle hatten diesen Roman zu Hause. Er ist wirklich an keinem vorbeigegangen. Warum ist das ein ganz großer Roman? Es lässt sich über gute Bücher ja so schlecht reden. Ich weiß, wie das hier alle schon gesagt haben. Nicht, habe ich gesagt. Ein ganz großer Roman ist es vielleicht deswegen, weil es eben ums Ganze geht, um die ganze Wirklichkeit, worum es eigentlich in jedem Roman gehen müsste. Dieser Anspruch um die ganze Wirklichkeit. Es geht um Menschen, es ist sinnlich geschrieben, blutvoll. Es ist komisch von der ersten bis zur letzten Seite, trotz aller Grausamkeiten, die stattfinden. Es arbeitet mit Mythen und Metaphern, ohne bildungsmäßig aufgesetzt zu sein, also ohne also als künstlerischer Krampf zu wirken, sondern es kommt alles organisch, es ist spannend, es ist kriminalistisch, es hat also alle die Dinge, die eine gute Unterhaltungsliteratur und die eine gebildete Literatur haben müsste. Und das finde ich sind winzige Teile davon, was das zum großen Roman macht. Na, er hat auch einen großen Vorteil, dieser Autor, die Gnade der Geburt, denn das Buch zeigt den Zusammenprall dreier Welten, einer wirklich ganz archaischen Welt, in der das eine heidnische, archaische, indianische Welt, in der das Christentum, der Katholizismus schwere Wunden und Veränderungen geschlagen hat
und drittens die moderne amerikanische Welt, die da einfällt mit dem Kapitalismus, und aus diesen Verwerfungen ergibt sich natürlich was, und er hat, ich sage mit Gnade der Geburt, er kann auch auf eine Mythologie zurückgreifen, die neu, die unverbraucht ist, die die Welt aber ähnlich wie eine andere Schöpfungsgeschichte auch in ihren Griff bekommt. Und er hat eine große Fähigkeit, ungeheuer al fresco zu schreiben. Er kann in zwei Sätzen ein ganzes Leben schildern. Diese Entwicklung, wie eine Frau nur durch einen einzigen Schritt aus ihrem Leben gestürzt wird, das alles ist ganz großartig. Er kann Komik und Tragik vereinen im selben Moment, und er schreibt eine Prosa, der man es nicht verübelt, dass sie manchmal die Wirklichkeit verlässt, und es bleibt doch die Wirklichkeit. Es ist eine komische, surreale Wirklichkeit. Also wenn man Vergleiche bemühen will an Zeitgenossen, so würde ich einfach zum Beispiel auch Buñuel, den Filmemacher Buñuel, bemühen, der zwar aus Spanien kommend, aber in Lateinamerika auch sein Thema gefunden hat, auch ähnlichen Mut hat, den Katholizismus zum Beispiel surreal aufzusprengen. Naja, natürlich ist 100 Jahre Einsamkeit auch eine große Metapher. Dieser Ort Macondo, der von seiner Entstehung, von seiner mythischen, fast biblischen Entstehung an geschildert wird bis zu seinem apokalyptischen Ende, wo er nach einer Sintflut im Staub versinkt und weggeblasen wird, auch aus der Geschichte und aus der Welt und aus der Menschheit geblasen wird. Und dieser Bogen, der in 100 Jahren gespannt wird, umfasst ja natürlich auch, jedenfalls als kurzer Abriss, die Geschichte Lateinamerikas. Und natürlich ist es eine große Metapher für Lateinamerika. Wie Sie sagen, die indianische Welt, die Kolonialwelt, die spanische Kolonialwelt und der Einbruch der Amerikaner mit der Bananen in Fruit Company. Also alles das wird in diesem kleinen Dorf exemplarisch vorexerziert und anhand einer Familie. Einer incestuösen Familie, die von den ersten Urvätern an oder dem ersten Urpaar an, so eine Art Adam und Eva, bis zu ihrem schrecklichen Ende eigentlich verfolgt werden über 7 Generationen, was auch ziemlich biblisch ist. Ja, jetzt will ich sagen, warum ich das Buch eigentlich im Quartett so unbedingt haben wollte. Nur aus einem einzigen Grund. Es hat mir so viel Freude und Spaß bereitet, als ich es vor 25 Jahren las. Es hat mir so viel Glück bereitet, ich wollte das nochmal sehen. Und denn ich hatte den Verdacht und die stille Hoffnung, das Buch ist gar nicht schlechter geworden. Es ist ein beglückendes Buch. Das festzustellen ist keine Kunst. Man muss nur sagen, warum es so ist. Es ist ein ganz ungewöhnliches Buch, und es hat von seiner Frische, seiner Kraft nichts eingebüßt. Das ist unglaublich. Nach 30 Jahren liest man es, und man liest es auch zum zweiten Mal, als sei es völlig neu. Es hat nichts, es ist überhaupt nicht veraltet. Es gibt ein Wort von Goethe, das wir alle kennen, 100-mal zitieren. So ganz richtig habe ich es nie verstanden, das Wort, bis heute. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Hat er recht, der Goethe? Ist alles Vergängliche nur ein Gleichnis? Aber ich habe mir das Wort zurechtgemacht für meinen Bedarf. Alles Vergängliche muss in der großen Literatur ein Gleichnis sein. Vielleicht hat der Goethe das gemeint. Wir wissen es nicht. Was ist das Thema? Frau Löffler hat ja schon gesagt, und Herr Karsek war ja alles, was über das Thema und über das Buch gesagt wurde, bisher sehr richtig. Da ist gar nichts dran zu nörgeln. Was das Thema des Buches? Fast möchte ich übertreibend sagen, alle großen Romane der Weltliteratur haben ein einziges Thema. Sie erzählen von der Liebe, also von der Vergänglichkeit. Sie erzählen von der Vergänglichkeit, also vom Tod. Dies ist ein Buch über die Liebe, über den Tod in diesem Dorf, über die Vergänglichkeit. Und das ist das Geniale an dem Buch, dass alles Vergängliche, das er zeigt in dem Buch der García Márquez, dass alles Vergängliche ein Gleichnis ist. Allegorie, Metapher, wie man es nennen will. Es ist alles gleichnishaft. Merkwürdig. Schlechte Schriftsteller, schwache Schriftsteller, geben sich große Mühe,
mit einem doppelten Boden zu schreiben und es etwas auf die Metapher hinzutrimmen, der gibt sich die Mühe gar nicht. Das kommt bei ihm von selber. Ein eruptiver Schriftsteller. Weiß Gott, es hat sehr ein Kollege von mir, Jochen Hibbert, geschrieben, das seien ja eigentlich die südamerikanischen Buddenbrooks. Ein weit hergeholter Vergleich. Wie alle solche Vergleiche ist das richtig und natürlich nur halb richtig. Auch eine große Familiensage. Das, was uns an Thomas Mann so interessiert, die Ironie, der Humor, die Reflexion, das alles gibt es bei ihm überhaupt. Er ist was ganz anderes. Er ist ein Schriftsteller mit einer unerhörten, urwüchsigen Kraft. Das gibt es in der europäischen Prosa dieses Jahrhunderts ganz selten. Er ist ein unerhört üppiger, ein überschäumender Roman. Und das zeigt sich am großartigsten vielleicht an seiner Darstellung, natürlich, des Todes, von dem immer wieder die Rede ist, und der Liebe. Er zeigt die Liebe in ihrer Ausschließlichkeit, ihrer Unbedingtheit, gar nicht nur hier. Genauso fabelhaft in dem etwas späteren Roman Die Liebe in der Zeit der Cholera. Auch ein Meisterwerk. Und ich habe mir die Frage gestellt, Herrgott, an wen erinnert das? Das ist doch der García Márquez ist ja nicht plötzlich da gewesen. Es erinnert mich an Faulkner. Nicht. Bitte? An Faulkner. Ja, an Faulkner ist stark. Faulkner? Ja, aber noch früher. Auch von der Qualität, von der Intensität der Darstellung. Faulkner ist bestimmt richtig. Das hat doch nichts mit Kafka, mit Proust, mit Thomas Mann zu tun. Don Quixote. Bitte? Don Quixote. Sie greifen auch ganz hoch. Ich will auch ganz hoch greifen. Bei allen Unterschieden ist dies ein Roman, der in vielen seiner Kapitel von tolstoischer Qualität ist. Das hat die Stärke der großen Kapitel auf Krieg und Frieden, aus der Auferstehung oder der Karenina. Das heißt, es ist ein unerhört urwüchsiger Erzähler. Der erzählt darauf los und erzählt genial. Und ich muss sagen, das sind die Bücher, die einen den Beruf des Kritikers, der uns ja alle zwingt, Mäßiges zwischendurch zu lesen und zu beurteilen, naja, nicht zu ändern, dass uns das eigentlich beglücken kann, dass es einen solchen Roman gibt. Und Entschuldigung, darf ich zwei Fragen stellen? Die eine Frage ist natürlich, ich habe von dieser Gnade gesprochen, der Geburt. Natürlich kann Márquez, und das gilt für die südamerikanische Literatur überhaupt, die sind sozusagen Neugründungen. Sie haben keine historische Last zu Sie müssen sich nicht mit vorhandenen Romanen auseinandersetzen. Sie müssen nichts wegschaffen, was schon mythologisch verbildet und auserzählt ist. Und das Zweite, was ich doch erwähnen möchte, ist, ich habe das Buch nur auf Deutsch gelesen. Sie doch auch. Ja. Also müssten wir eigentlich sagen, und dies ist ein wichtiger Bestandteil unserer Buchkultur, das Buch ist von Maya Klaassen übersetzt und es ist eine großartige Übersetzung und die Weltliteratur, übrigens ein Goethe-Begriff, kommt in Deutschland deshalb so gut ins Land, weil es so kongeniale Übersetzer gibt. Ich weiß, dass es kongenial ist, weil ich es dann später verglichen habe. Übrigens, das ist völlig richtig. Ich erlaube mir nur eine Bemerkung am Rande. Eine merkwürdige Sache. Meisterwerke der Epik sind in schwachen und schlechten Übersetzungen immer noch fabelhaft. Aber die ist nicht schwach. Nein, die ist nicht schwach. Die Polen kannten 30 Jahre oder 25 Jahre lang die Buddenbrooks in einer ganz mäßigen Übersetzung. Und alle, die es gelesen haben, haben gesagt, toller Roman. Man kann die Lyrik, wenn sie nicht gut übersetzt ist, sofort kaputt. Romane von großer Qualität, Don Quixote, ist in jeder Übersetzung gut. Da gibt keinen Übersetzer, der so unfähig wäre, den Roman kaputt zu machen. Übrigens auch die Romane von Dostoevsky, die in Deutschland viele Jahre bekannt waren, in miserablen Übersetzungen. Und alle haben gemerkt, diese Brüder Karamasow, das ist ein überwältigendes Werk. Ja, ich meine, dann können wir eigentlich nur noch sagen, wir sind uns einig, wer den Roman nicht gelesen hat, nun der ist selber schuld. Wir empfehlen den Roman, wer man überhaupt ein Werk aus dieser Ich glaube, er hat eine der höchsten Weltauflagen, die ein
Roman hat, also es werden ihn schon sehr viele... Ah, in Deutschland gelesen. Finden wir noch viele junge Menschen, die nicht gelesen haben. Fürchte ich. Das gibt solche Dinge. Es gibt ja sogar junge Menschen, wie wir unlängst in einer Wochenzeitung gelesen haben, die Germanistik studieren und nie, oder studieren wollen, und nie den Faust gelesen haben. Immerhin ein Stück, wo man meinte, ein Deutscher, der sich für Literatur interessiert und gar Literatur studieren will, sollte es kennen, wenigstens den ersten Teil. Jetzt müssen wir zum nächsten Buch. Der arme nächste Autor. Nein, arm ist die nächste Autorin sehr wohl, aber aus ganz anderen Gründen. Weil wieder die Rede ist mit der Liebe. Er zeigt die Liebe in ihrer Ausschließlichkeit, ihrer Unbedingtheit. Gar nicht nur hier. Genauso fabelhaft in dem etwas späteren Roman Die Liebe in der Zeit der Cholera. Auch ein Meisterwerk. Und ich habe mir die Frage gestellt, Herrgott, an wen erinnert das? Das ist doch der García Márquez ist ja nicht plötzlich da gewesen. Es erinnert mich an Faulkner. Nicht. Bitte? An Faulkner. Ja, an Faulkner ist stark. Faulkner? Ja, aber noch früher. Auch von der Qualität, von der Intensität der Darsteller. Faulkner ist bestimmt richtig. Das hat doch nichts mit Kafka, mit Proust, mit Thomas Mann zu tun. Bitte? Don Quixote. Sie greifen auch ganz hoch. Ich will auch ganz hoch greifen. Bei allen Unterschieden ist dies ein Roman, der in vielen seiner Kapitel von tolstoischer Qualität. Das hat die Stärke der großen Kapitel auf Krieg und Frieden, aus der Auferstehung oder der Karenina. Das heißt, es ist ein unerhört urwüchsiger Erzähler. Der erzählt darauf los und erzählt genial. Und ich muss sagen, das sind die Bücher, die einen den Beruf des Kritikers, der uns ja alle zwingt, Mäßiges zwischendurch zu lesen und zu beurteilen, nicht zu ändern. Dass uns das eigentlich beglücken kann, dass es einen solchen Roman gibt. Und Entschuldigung, darf ich zwei Fragen stellen? Die eine Frage ist natürlich, ich habe von dieser Gnade gesprochen, der Geburt. Natürlich kann Márquez, und das gilt für die südamerikanische Literatur überhaupt, die sind sozusagen Neugründungen. Sie haben keine historische Last zu Sie müssen sich nicht mit vorhandenen Romanen auseinandersetzen. Sie müssen nichts wegschaffen, was schon mythologisch verbildet und auserzählt ist. Und das Zweite, was ich doch erwähnen möchte, ist, ich habe das Buch nur auf Deutsch gelesen. Sie doch auch. Ja. Also müssten wir eigentlich sagen, und dies ist ein wichtiger Bestandteil unserer Buchkultur, das Buch ist von Maya Klaassen übersetzt und es ist eine großartige Übersetzung. Und die Weltliteratur, übrigens ein Goethe-Begriff, kommt in Deutschland deshalb so gut ins Land, weil es so kongeniale Übersetzer gibt. Ich weiß, dass es kongenial ist, weil ich es dann später verglichen habe. Übrigens, das ist völlig richtig. Ich erlaube mir nur eine Bemerkung am Rande. Eine merkwürdige Sache. Meisterwerke der Epik sind in schwachen und schlechten Übersetzungen immer noch fabelhaft. Aber die ist nicht schwach. Nein, die ist nicht schwach. Die Polen kannten 30 Jahre oder 25 Jahre lang die Buddenbrooks in einer ganz mäßigen Übersetzung. Und alle, die es gelesen haben, haben gesagt, toller Roman. Man kann die Bücher, die vor 2 oder 4 Wochen erschienen sind, und viele Leser kennen sie nicht, diese Bücher. Und es schadet, glaube ich, nicht. Im Gegenteil, es wird von vielen Lesern und Zuschauern begrüßt, wenn wir ein Buch besprechen hier, das sie gelesen haben, vor 20 oder vor 10 Jahren. Und für diejenigen, die es nicht gelesen haben, umso mehr ist es richtig, dass wir darüber sprechen. Aber was ich von dem Buch halte, will ich erst später sagen. Nur ganz kurz, das Buch ist eine Familiensaga, die in einem Dorf spielt. Alles, nicht alles, aber sehr viele spielt in diesem Dorf. Und was ist dieses Dorf, um es ganz kurz zu sagen? Das ist ein altes Mittel der Weltliteratur. Man zeigt eine in sich geschlossene Welt, in der sich die Menschheit spiegelt gleichsam. Man zeigt einen Roman, ein Drama, man zeigt eine Insel und auf der Insel sind vornehme, hochgebildete Leute und primitivere und ganz primitive Menschen, alles durcheinander. Und das Werk heißt Der Sturm von Shakespeare. Oder man zeigt die Menschen in einem Schloss oder vielleicht bei Boccaccio sind sie alle eingeschlossen, können nicht da auch nicht daraus, oder spielt sich alles ab in einem Sanatorium, vielleicht in Davos.
alle diese Bücher versuchen zu konzentrieren und am Beispiel eben eines Schlosses, einer Insel, eines Dorfes. Übrigens ist Grönland eine Insel. Ja, eine etwas große Insel. Die Insel, apropos Sturm, ist eine etwas kleine Insel. Aber gut, lassen wir. Das ist das eigentliche, das Hauptmotiv der Darstellung menschlicher Schicksale auf der Insel. Nun ist die Frage, natürlich nach 25, 30 Jahren, ganz simpel, was taugt der Roman, wurde er vielleicht stark überschätzt, ein Riesenerfolg damals, ist er heute noch lesbar oder wie? Wer möchte was dazu? Also ich muss sagen, ich bin dankbar gewesen, dass ich ihn nochmal lesen musste. Ich habe ihn mit einem ungeheuren Vergnügen gelesen, habe ihn auch sofort wieder allen weiterempfohlen, wobei sich herausstellt, alle hatten diesen Roman zu Hause, er ist wirklich an keinem vorbeigegangen. Warum ist das ein ganz großer Roman? Es lässt sich über gute Bücher ja so schlecht reden. Ich weiß, wie das hier alle schon gesagt haben. Nicht, habe ich gesagt. Ein ganz großer Roman ist es vielleicht deswegen, weil es eben ums Ganze geht, um die ganze Wirklichkeit, worum es eigentlich in jedem Roman gehen müsste. Dieser Anspruch um die ganze Wirklichkeit. Es geht um Menschen, es ist sinnlich geschrieben, blutvoll, es ist komisch von der ersten bis zur letzten Seite, trotz aller Grausamkeiten, die stattfinden. Es arbeitet mit Mythen und Metaphern, ohne bildungsmäßig aufgesetzt zu sein, also ohne also als künstlerischer Krampf zu wirken, sondern es kommt alles organisch, es ist spannend, es ist kriminal. Zuschauern begrüßt, wenn wir ein Buch besprechen hier, das Sie gelesen haben vor 20 oder vor 10 Jahren. Und für diejenigen, die es nicht gelesen haben, umso mehr ist es richtig, dass wir darüber sprechen. Aber was ich von dem Buch halte, will ich erst später sagen. Nur ganz kurz, das Buch ist eine Familiensaga, die in einem Dorf spielt. Nicht alles, aber sehr viele spielt in diesem Dorf. Und was ist dieses Dorf, um es ganz kurz zu sagen? Das ist ein altes Mittel der Weltliteratur. Man zeigt eine in sich geschlossene Welt, in der sich die Menschheit spiegelt gleichsam. Man zeigt einen Roman, ein Drama, man zeigt eine Insel und auf der Insel sind vornehme, hochgebildete Leute und primitivere und ganz primitive Menschen, alles durcheinander. Das Werk heißt Der Sturm von Shakespeare. Oder man zeigt die Menschen in einem Schloss oder vielleicht bei Boccaccio sind sie alle eingeschlossen, können nicht da auch nicht daraus. Oder spielt sich alles ab in einem Sanatorium. Vielleicht in Davos. Alle diese Bücher versuchen zu konzentrieren und am Beispiel eben eines Schlosses, einer Insel, eines Dorfes. Übrigens ist Grönland eine Insel. Ja, eine etwas große Insel. Die Insel, apropos Sturm, ist eine etwas kleine Insel. Aber gut, lassen wir. Das ist das eigentliche, das Hauptmotiv der Darstellung menschlicher Schicksale auf der Insel. Nun ist die Frage, natürlich nach 25, 30 Jahren, ganz simpel, was taugt der Roman, wurde er vielleicht stark überschätzt, ein Riesenerfolg damals, ist er heute noch lesbar oder wie? Wer möchte was dazu? Also ich muss sagen, ich bin dankbar gewesen, dass ich ihn nochmal lesen musste, ich habe ihn mit einem ungeheuren Vergnügen gelesen, habe ihn auch sofort wieder allen weiterempfohlen, wobei sich herausstellt, alle hatten diesen Roman zu Hause, er ist wirklich an keinem vorbeigegangen. Warum ist das ein ganz großer Roman? Es lässt sich über gute Bücher ja so schlecht reden. Ich weiß, wie das hier alle schon gesagt haben. Nicht, habe ich gesagt. Ein ganz großer Roman ist es vielleicht deswegen, weil es eben ums Ganze geht, um die ganze Wirklichkeit, worum es eigentlich in jedem Roman gehen müsste. Dieser Anspruch um die ganze Wirklichkeit. Es geht um Menschen, es ist sinnlich geschrieben, blutvoll, es ist komisch von der ersten bis zur letzten Seite, trotz aller Grausamkeiten, die stattfinden. Es arbeitet mit Mythen und Metaphern, ohne bildungsmäßig aufgesetzt zu sein, also ohne also als künstlerischer Krampf zu wirken, sondern es kommt alles organisch, es ist spannend, es ist kriminalistisch, es hat also alle die Dinge, die eine gute Unterhaltungsliteratur und die eine gebildete Literatur haben müsste. Und das finde ich ein winzige Teile davon, was das zum großen... Bei Boccaccio sind sie alle eingeschlossen, können nicht da auch nicht daraus. Oder spielt sich alles ab in einem Sanatorium, vielleicht in Davos.
alle diese Bücher versuchen zu konzentrieren und am Beispiel eben eines Schlosses, einer Insel, eines Dorfes. Übrigens ist Grönland eine Insel. Ja, ja, eine etwas große Insel. Die Insel, apropos Sturm, ist eine etwas kleine Insel. Aber gut, lassen wir. Das ist das eigentliche, das Hauptmotiv der Darstellung menschlicher Schicksale auf der Insel. Nun ist die Frage, natürlich nach 25, 30 Jahren, ganz simpel, was taugt der Roman, wurde er vielleicht stark überschätzt, ein Riesenerfolg damals, ist er heute noch lesbar oder wie? Wer möchte was dazu? Also ich muss sagen, ich bin dankbar gewesen, dass ich ihn nochmal lesen musste. Ich habe ihn mit einem ungeheuren Vergnügen gelesen, habe ihn auch sofort wieder allen weiterempfohlen, wobei sich herausstellt, alle hatten diesen Roman zu Hause, er ist wirklich an keinem vorbeigegangen. Warum ist das ein ganz großer Roman? Es lässt sich über gute Bücher ja so schlecht reden. Ich weiß, wie das hier alle schon gesagt haben. Nicht, habe ich gesagt. Ein ganz großer Roman ist es vielleicht deswegen, weil es eben ums Ganze geht, um die ganze Wirklichkeit, worum es eigentlich in jedem Roman gehen müsste. Dieser Anspruch um die ganze Wirklichkeit. Es geht um Menschen, es ist sinnlich geschrieben, blutvoll, es ist komisch von der ersten bis zur letzten Seite, trotz aller Grausamkeiten, die stattfinden. Es arbeitet mit Mythen und Metaphern, ohne bildungsmäßig aufgesetzt zu sein, also ohne also als künstlerischer Krampf zu wirken, sondern es kommt alles organisch, es ist spannend, es ist kriminalistisch, es hat also alle die Dinge, die eine gute Unterhaltungsliteratur und die eine gebildete Literatur haben müsste. Und das finde ich sind winzige Teile davon, was das zum großen Roman macht. Na, er hat auch einen großen Vorteil, dieser Autor, die Gnade der Geburt, denn das Buch ist, zeigt den Zusammenprall dreier Welten, einer wirklich ganz archaischen Welt, in der das eine heidnische, archaische, indianische Welt, in der das Christentum, der Katholizismus schwere Wunden und Veränderungen geschlagen hat. Und drittens die moderne amerikanische Welt, die da einfällt mit dem Kapitalismus, und aus diesen Verwerfungen ergibt sich natürlich was. Und er hat, ich sage mit Gnade der Geburt, er kann auch auf eine Mythologie zurückgreifen, die neu, die unverbraucht ist, die die Welt aber ähnlich wie eine andere Schöpfungsgeschichte auch in ihren Griff bekommt. Und er hat eine große Fähigkeit, ungeheuer al fresco zu schreiben. Er kann in zwei Sätzen ein ganzes Leben schildern, diese Entwicklung wie eine Frau,